So, heute wieder Dino Day. Heute leider in durchaus reduzierter Form, weil, naja, Termintreue ist bei dem einen oder anderen halt nicht so gegeben. Ich würde es mir anders wünschen, aber es ist so. Also bitte, wenn ihr euch für den Dino Day interessiert und zusagt, das ist ja eine freiwillige Veranstaltung, ich plane mir auch Zeit weg. Es wäre schön, wenn wir die Termine halten könnten, damit ihr eure Dino Days habt und ich auch meine private Freizeit, wenn ich sie dann dafür hergebe, auch nicht umsonst hier verbringe. Heute haben wir das Glück, es sind zwei Jungs eingesprungen. Wir machen jetzt ein bisschen Dino Day mit zwei Rollern. Ist nicht viel, aber ist zumindest mal ein bisschen was. Und so haben wir zumindest mal einen Dino Day für heute nochmal irgendwie gerettet bekommen. Also, Dino Day Nummer 3 ist das, ne? Drei oder vier, ich weiß nicht. Ich gucke nachher mal und schreibe es ins Thumbnail. Also, viel Spaß bei dem Video. Los geht's mit dem ersten Roller. Wir haben eine PX und eine PX Alt. Sag mal, bisschen, stell dich mal vor, wer du bist. Und, Hi, ich bin der Dirk, fahre die schöne Patina PX Alt. Was für ein Baujahr? 78. 78? 78, oha. Zulassung 80. Ne? Ist das noch der originale Motorblock? Vermutlich. Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe den Roller mehr oder weniger so gekauft. Ich hatte nämlich eine der ersten in Deutschland zugelassenen PX und das war die Nummer 1881. Jetzt lass mich mal eben nach der Nummer gucken. In Silber oder was? In Silber, ja. Dann wäre es auch noch deine hier, das wäre der Hammer. Nee, die ist deutlich später. Du hast eine fünfstellige. Okay. Eine fünfstellige Nummer. Und meine war die 1881. Und da Luigi damals angefangen hat, bei 1000 zu zählen, hatte ich die 881. Ach, die haben beim 1000 angefangen, genau. Nicht bei 1. Genau. So. Okay, aber ja. Trotzdem, mit Außenverschluss, sehr schön. Genau. Finde ich auch. Gute Substanz. Was hast du motormäßig drin? In Malossi 221. MAR oder Sport? MAR. Okay, 60er Welle? 60er Welle. Okay. Kaba-Welle, habe ich ja gesagt gehabt. Vergaser? Vergaser habe ich vom 30er Delorde zurückgebaut auf einen 24er SI. Reicht. Ja. Auspuff? Ist Bolini-Box drunter. Gut. Ja. Zündung ganz normal, original. Wabe. Haben wir umgerüstet jetzt erst. Alles erst noch neu umgerüstet und die Kupplung war abgeraucht. Haben wir BGM Superstrong reingebaut. Genau. Weil die andere total runter war. Auf 19 Grad abgeblitzt? 19. Wunderbar. Hast du uns gesagt, ja? Genau. Haben wir gemacht. Ja, Tank 1 zu 33 voll. Haben wir gemacht. Sehr gut. Jawohl. Warum 1 zu 33? Das erkläre ich euch mal. Ich empfehle das, weil die Kurbelwelle ist das einzige Bauteil, was ausschließlich über den Sprit geschmiert wird. Mhm. So, und wenn du ein gewisses Volumen hast zur Verfügung, was in den Motor eingesaugt wird,
Und du hast einen gewissen Spritanteil und einen gewissen Ölanteil. Wenn du den Ölanteil erhöhst, dann glauben immer die Leute, schütt mal ein bisschen mehr Öl rein, dann wird er fetter. Aber ganz im Gegenteil, das ist genau das Gegenteil, was passiert. Der wird magerer, weil du im Gemisch den Ölanteil erhöhst. Ja. Also hast du im Gemisch auch weniger Sprit. Das heißt, wenn man Gemisch? Gemisch. Nicht Gemisch? Gemisch, ja. Ich bin Rheinländer von da. Gemisch. Deswegen ist es so, dass man, wenn man auf 1:33 umstellt, in der Regel auch mal den Vergaser nochmal neu abdüsen sollte, weil der tendenziell magerer wird. So. Du hast aber eine bessere Schmierung des unteren und des oberen Pleuellagers. Ja. Und das wirkt so ein bisschen gegen das Verdrehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurbelwellen verdrehen, hatte ich, seitdem ich auf 1:33 umgestellt habe, nicht mehr. Würdest du das jetzt empfehlen bei dem Setup? Auch 1:33? Immer fahren. Wir stimmen den jetzt so ab. Deswegen sage ich, kommt mit 1:33 hierher. Wir stimmen den jetzt darauf ab und dann läuft er auch. Das Einzige, was er ein bisschen macht, er wird ein bisschen mehr nebeln. Ja, habe ich schon gemerkt. Aber scheiß drauf. Ja. Das ist egal. Hauptsache der Motor hält gut. Ja, definitiv. Deswegen ist es besser. Deshalb sind wir da, ne? Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir spannen deine Hobel mal auf jetzt und dann machen wir mal eine Eingangsmessung und dann gucken wir mal, wo wir stehen und gucken uns das mal ein bisschen an, wie er performt. Was vermutest du denn? Was ist denn da zu finden? Sagen wir mal so, was schätzt du denn, was er hat? Ich habe keinen Vergleichstest, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin kein mit 20, 25 PS bis jetzt gefahren. Ich kann dir da also... Du hast den Motor auch nicht selber gebaut? Nein. Also dann käme es tatsächlich auf die Steuerzeiten an. Also 20 PS sollten auf jeden Fall fallen. Das wäre gut. Ich denke mal so, je nach Steuerzeiten, dass er irgendwo zwischen 20 und 22 PS liegt. Das wäre gut. Ja. Wir gucken mal, was wir dann vielleicht noch an Leistung finden nachhinein. Aber so sollte er liegen. Es nicht enttäuscht sein, wenn keine 2 vorsteht. Das wäre schade. Ja, das nee, alles liegt gut. Aber an der Tatsache, wie die, der 210er MHR ist, wenn du ihn ganz flach auf den Block schraubst, schon von den Steuerzeiten so hoch, dass er eigentlich nicht für eine Box geeignet ist. Der heißt, der übersteuert. Okay. So, das heißt, hier wäre eigentlich ein anderes Auspuffkonzept gefragt. Deswegen rate ich immer, wer Bock auf einen Tourer hat, der sollte mal auf den Sport fahren. Ein MHR ist von den Steuerzeiten und Boxkonzept viel zu hoch. Der übersteuert. Und wenn ich jetzt den 210er Sport drauf mache? Das kannst du machen. Wenn du eine 60er Welle hast, setzt den ganz runter, liegst du ungefähr bei 120, 170. Okay. Ja? Und das kommt der Box völlig entgegen. Müsste ich aber den Vergaser, wäre wieder komplett neues das Setup. Das käme drauf an, machbar. Du müsstest mal fahren. Je nachdem könnte es tatsächlich sein, dass er weniger Hauptdüse braucht. In der Nebendüse wird er wahrscheinlich passen. Aber das müsste man, das merkst du ja sofort, wenn du auf die Straße gehst, wenn er zu fett fährt, weil er wird auf jeden Fall nicht zu mager fahren. Okay. Ne, weil das, was wir jetzt brauchen, wir legen ja mit dem MHR und den Steuerzeiten den Leistungspeak immer weiter nach hinten. Das heißt, der Auspuff sagt, ich bin bei 7000 Umdrehungen, macht der Auspuff zu. Und dann kommt ja der Zylinder erst ans Leben. Du wärst besser bedient mit einer Big Box Sport, weil die mehr Gasdurchsatz und mehr Steuerzeit oder mehr Gasdurchsatz ermöglicht und für mehr Steuerzeit gebaut ist. Also eine Big Box Sport würdest du empfehlen? Würde ich für dieses Setup empfehlen. Okay. Da würde wahrscheinlich noch mehr Leistung zu finden sein, aber auch erst bei Drehzahlen jenseits der 6. Aber das muss ja auch nicht. Der Punkt ist aber, dass wenn du über Drehzahlen redest, die jenseits der 7,5 sind, dann kommt der SI-Vergaser an Grenzen, die nicht kalkulierbar sind. Und dann, wenn du lange Strecken hart Vollgas fährst oder immer in einem hohen Drehzahlbereich bewegst, dann kommst du in thermische Probleme und dann droht dir auch der Vergaser, einfach weil er es nicht mehr performen kann, auch die Spritmenge nicht mehr zur Verfügung zu stellen und dann könnte es zu Klemmern kommen, obwohl er eigentlich nicht zu mager ist. Ja. Aber das Drehzahlkonzept passt dann halt einfach nicht zum Essen. Okay. Ne? Also wir gucken mal, ich schätze, gespannt, dass er irgendwo zwischen 18 und 21 PS liegt. Okay. Wenn er besser performt, ist gut. Und dann schauen wir mal. Ne? Wichtig ist, dass er halt von der Bedüsung her so perfekt eingestellt ist, dass du, wenn du viel Drehzahl fährst, dass er dir dann auch nicht abhaut. Ja, ja, so, definitiv. Also, spannen wir mal auf und dann gucken wir mal. Ja, sehr gut. Danke. Los geht's. Kevin? Ja? Bevor du ganz groß loslegst, haben wir noch eine Kleinigkeit für dich. Ja. Guck mal, wir haben hier was mitgebracht. Ach, wie geil. Oh, wie cool ist das denn? Wo habt ihr das denn her? Oder wie habt ihr das gedruckt? Ja. Ist nicht euer Ernst. Ja, ein Kollege von mir macht das. Boah, Hammer. Der macht das ziemlich gut und es ist, ist gut geworden, ne? Das ist mega. Ja, finde ich auch geil. Und hier haben wir noch ein paar Schlüsselanhänger, vielleicht für die Frau. Ja, natürlich. Ja, mit Schrift und Dings sind die. Oh, wie geil. Ja, mega. Ja. Das ist ja geil. Ja, vielen Dank. Hoffentlich kriegst du einen Ehrenplatz. Ja, aber hundertprozentig. Wollen wir gleich mal weg, damit da nichts rankommt.
keinen Richtwert gehabt. Komm ran, können wir besprechen. Guckst du mal, wie du es am besten drauf kriegst zwischen uns? Also. Soll ich mich rüberstellen oder? Nee, passt schon. Passt schon. So, jetzt gehen wir mal in die Übersicht. Jetzt holen wir uns mal die Daten. Du hast gesagt, das ist eine Welle von Kaba. Genau. Schoko drin. Okay, dann ist die Welle auch bearbeitet. Und das macht auch die Performance klar. Das heißt, du hast eine einlassoptimierte Kurbelwelle und wahrscheinlich auch einen einlassoptimierten Drehschieber. Das ergänzt sich wunderbar. So, okay. Das heißt, der Füllgrad, ja, du kriegst ja nur Leistung aus einem Zylinder, wenn du explosionsfähiges Gemisch reinkriegst. Und zwar so viel wie möglich in dem Moment, wo der Kolben halt die Überströme aufmacht. Ne? Ja. Wenn der Kolben die Überströme aufmacht, dann kann das Gas, was in der Vorverdichterkammer ist, bei der Kurbelwelle, kann halt geladen werden. Ne? Okay. So. Und wenn du halt dafür sorgst, dass viel zur Verfügung steht, viel hilft viel in dem Fall. Ja. So, das heißt, wenn wenig, ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich eine Lippenwelle hast. Das heißt, die ist entsprechend einlassbearbeitet. Das heißt, wenn der Einlass da ist, dann ist da wenig Kurbelwelle im Weg. Das heißt, das Gemisch kann über ein deutlich breiteres Feld in diese Vorverdichterkammer einströmen. Das kommt dieser Leistung auch zugute. Weil normalerweise hätte ich gesagt, wenn der 22 PS hat, also das ist gut. Was nicht gut ist, also erstmal zum Laufen für euch auch. Der kommt unfassbar schwer ins Standgas zurück. Das heißt, der will eigentlich, der will weiter takten. So. Das merkst du selber beim Fahren. Und das ist, wenn der Schieber zugeht, das heißt, du fährst 100 km/h, vierte Gang, lässt ihn laufen, Temperatur, ne? Und dann machst du den Schieber zu. Ja. Dann wird der Motor ausschließlich über das Leerlaufgemisch angefettet. Okay. So, wenn diese Performance der Leerlaufgemischschraube, der Leerlaufgemischeinstellung und der Einstellung des Vergasers, wenn das nicht passt, läufst du dir die Gefahr, dir den, wenn du vom Gas gehst, wenn du quasi den Schieber zumachst, klemmen die meisten Motoren. Weil dann wird der im Schieberbetrieb ausschließlich über diese Leerlaufgemischschraube gefüttert. Jetzt eine kurze Frage. Das war vorher mit dem 30er Delorder noch schlimmer. Kann das sein? Das kann durchaus sein, je nachdem, wie da das Leerlaufgemisch eingestellt wurde. Jetzt hast du bei dem 30er Delorto auch noch durch diesen Rüssel. Ne? Das heißt, der Ansaugweg vom Vergaser zur Kurbelwelle ist auch noch deutlich länger. Ja. Das heißt, wenn der Schieber zugeht, steht in diesem Röhrchen auch viel Gemisch. Ja. So. Und wenn dann dieses Gemisch dann halt sukzessive über die Leerlaufgemischschraube, über diesen kleinen Spalt, der da noch drin ist, abgesaugt wird, dann taktet der relativ hoch. Da müssen wir dringend bei, weil das ist nicht gut. Okay. Der muss so schnell wie möglich in das Standgas zurück, weil dann hat er ein entsprechend fettes Gemisch an der Stelle und da droht ja dann auch nicht bei extremen Beanspruchungen des Motors, dass er dir, wenn du vom Gas gehst, dann klemmt. Okay. So. Dann hast du eine Vibration, wenn ich ins Bremspedal gehe. Das deutet darauf hin, dass du entweder eine Unwucht in der Felge hast oder eine Unwucht in der Trommel hast oder worst case, weil es tritt ja nur auf, wenn ich auf die Bremse gehe. Ja. Das heißt, was passiert? Ja. Die Bremsbacken gehen auf und du kriegst einen Kontakt zwischen dem festen Rahmen oder von dem festen Gehäuse. Die Bremsbacken sind ja am Gehäuse fest. Ja. So, kriegst du Kontakt zur antreibenden Achse, nämlich über die Bremstrommel. Und wenn du dann Vibrationen kriegst, die du sonst nicht hast, heißt das, dass du aus dem Antriebsstrang Vibrationen in das Gehäuse über die Bremsbacken ins Gehäuse in den Rahmen überträgst. Sich überträgt, so, das heißt, Antriebsstrang überprüfen, Hauptwelle prüfen, ob die eine Unwucht hat, Felge prüfen und die Trommel prüfen. Okay. Der einfachste Weg ist Trommel runter, Felge runter, neu drauf, fahren, bremsen und gucken, ob es weg ist. Okay. So, die Hauptwellen sind in der Regel nicht schief, aber es kann durchaus sein. Okay. Das musst du bitte kontrollieren. Mach ich. Sonst tourt der wirklich sauber hoch und man merkt auch, dass der sehr wellig am Gas hängt, weil der Einlassbereich, also das macht Spaß. Ne? So, jetzt gucken wir uns mal das Pfeil an. Nehmen wir mal die höchste Leistung, die du hattest. So, also, du hast 24,8 PS und 25,8 Newtonmeter. Ja. Und das ist das, was ich dir eben sagte. Bei 7000 ist Schluss im Puff. Ja. Der Auspuff lässt nicht mehr zu. Das heißt, wir wissen hier nicht, ob er noch mehr leisten würde, weil der Auspuff der ganzen Sache entgegensteht. Probier eine Big Box Sport, dann wirst du aber hier unten ein paar Einbußen haben und wirst das Band ein kleines bisschen nach hier rüber verschieben und ein bisschen mehr nach oben schieben. Okay. Von der Leistung und vom Drehmoment und von der Harmonie würde ich nichts ändern. Okay. Würde ich nichts ändern. Okay. Das fährt sich gut. Ich meine, du kommst aus dem Standgas raus und hast 21 Newtonmeter. Das heißt, du hast eigentlich permanent ein gutes Drehmoment anstehen, was
bis zum Peak von 6,2 ansteigt. Also ja, du siehst ja auch anhand der Steuerzeiten, dass das Drehmoment eigentlich schon auf dem Rückweg ist, obwohl die Spitzenleistung noch nicht erreicht ist. Ja, das ist das Problem beim MHR. Ja, das die, die Steuerzeiten sind auch mit einer ja 60er Welle viel zu hoch für eine Box eigentlich. Okay. So. Aber das ist ein guter Kompromiss mit der Polini-Box, mit dem SI-Vergaser. Kann ich aber so fahren. Das, theoretisch. Das, ne? Das kannst du so fahren. Ja. Du musst halt, Vergaser muss halt wirklich gut eingestellt sein. Ja. Wir haben im dritten Gang 105 km/h mit 9100 Umdrehungen. Also du siehst, der will nach hinten raus, ne? Der kann ja, 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 das merkt man auch. Wir gucken mal, wenn wir den Vergaser ein bisschen angepasst haben, wie sich dann die Leistungsverhältnisse, ne, die Leistungsverhältnisse und die Geschwindigkeitsverhältnisse anpassen. Ne? Ja. Ob wir noch irgendwo was zur Verfügung stellen. Das heißt, bei dem optimierten Einlass mit der Kurbelwelle und dem Einlass, dem Drehschiebeeinlass, haben wir tendenziell Möglichkeiten, in der Nebendüse noch ein bisschen mehr zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ne? Das heißt, gebe ich mehr, kommt auch mehr, mhm, wahrscheinlich. Mhm. So, und dann hast du noch die Möglichkeit, mit der Zündung ein bisschen zu spielen. Jetzt sind wir, ihr habt auf 19 Grad eingestellt. Haben wir gemacht. Auf ja die Empfehlung. Ja. Das heißt, man könnte jetzt sogar so weit gehen und sagen, wir sind mal ein bisschen risikoreich, wir drehen noch mal ein bisschen an der Zündung. Dann könnte es sein, dass mehr Leistung kommt oder dass wir vom Zündzeitpunkt her optimal sind. Weißt du die Quetschkante aus dem Kopf? Nee. Nee. In der Regel hat der MHR perfekte Performance zwischen 1,2 und 1,4 mm Quetschkante. Okay. So, da liegt die perfekte Performance. Okay. 1,4 kannst du machen, bist du thermisch auf der sichereren Seite als mit 1,2. Leistungsmäßig macht das nichts aus. Ne? Also das ist auch meine Erfahrung aus vielen, vielen Motoren und vielen Prüfsternsläufen. Zwischen 1,2 und 1,4 gleiche Leistung, thermisch entspannt. Okay. Läuft gut, macht Spaß, ist ein Motor, der wirklich außerordentlich gut funktioniert, aber du siehst halt auch direkt an der Leistung, wenn du im Einlassbereich optimierst, findest du immer Pferde, immer. So, jetzt müssen wir halt nur gucken, weil, weißt du, was du für eine Hauptdüse drin hast? Nico, weißt du die Hauptdüse noch? Ich weiß sie nicht. Wir haben den zusammengebaut, den 165, kann das sein? 165. 165, ja. Ja, also da haben wir noch Luft. Also ja, wir gehen mal gleich mal an den Vergaser und gucken. Kannst du mir die Endgeschwindigkeit eben im vierten anzeigen? Ja, kann ich dir. Würde ich gerne mal. Ich kann dir sogar noch was machen. Das ist auch vielleicht ganz interessant für euch. Jetzt siehst du mal dritte, vierte Gang. Ja, und hier siehst du die Spitzenleistung im dritten und hier die Spitzenleistung im vierten. Und dann siehst du auch. Und genau das Gefühl habe ich beim Fahren. Der geht hinten, also der ja flacht ja ab, ne? Ja. Von der Leistung. Ja. Du hast aber, wenn du bei 80 auf dem Peak schaltest, ich bin gleich für euch da, wenn du bei 80 schaltest, dann stehst du aber voll in der PS-Power, ja, ne? Also ja, der will, und du bist im Anstieg von Drehmoment. Das heißt, wenn du bei 80 schaltest, hast du sofort einen sauberen Anschluss und kannst weiter mit Leistung nach oben ziehen. Ja. Ja? So, das heißt, du siehst dann auch hier, da bist du im Grunde bei 80, bist du am Ende mit dem Drehmoment, da kommt nichts mehr, da fällt er ab, aber da ist er im vierten Gang im Anstieg. Stimmt. Ne? Ja, ja. So, das heißt, du kannst dann schön schalten und der wird dir weiter beschleunigen. Hat kein großes Loch drin, ne? Du hast mit Sicherheit die originale Übersetzung drin, weil bei 105 ist GPS Ende von der Leistung. Ich würde dir auch nicht empfehlen, den bis 120 durchzupeitschen, weil dann reden wir im vierten Gang auch über 8000 Umdrehungen. Und das ist das, was ich meine. Da ist keine Leistung mehr zu Hause oder wenig Leistung. Ja, ja. Und du befindest dich mit dem Vergaser in einem Drehzahlbereich, der nicht gesund sein könnte. Ja, ja. Das heißt, fahr bis 100, 105 GPS, dann weißt du, ich bin safe im Vergaser, ich bin safe mit der Drehzahl und dann ist alles gut. Okay. Ja, alles klar. Gut. Übersetzung habe ich auch drin, 22. 22, 65. Ja, ich hätte jetzt 23. Nee, 25. Ich habe 22. 25. Ja, dann bockt der natürlich richtig, dann geht der. Ne? Macht schon Spaß, okay. Nein, ansonsten, ich druck dir das jetzt aus. Ansonsten würde ich sagen, wirklich gut laufender Roller, einlassmäßig optimiert. Der hat im vierten Gang sogar noch einen Drehmoment, einen Newtonmeter mehr, weil er über einen längeren Zeitraum die Kraft abgeben muss. Ist das natürlich auch mehr Beanspruchung. Da sieht man auch noch, wo noch ein bisschen Bums steckt. Aber ist ein gut laufender Roller, hast du nichts verkehrt mitgemacht. Ja, da hat sich das jetzt auch auf SI gelohnt für uns, den umzubauen. Dann haben wir jetzt hier kurzfristig, bevor wir den Termin mit dir gemacht haben, alles noch umgebaut. Ne? Habe ich noch die Wabe eingebaut. Ne? Und dann siehst du auch, du brauchst kein 30er Del Orto. Nee, nicht für solche Motoren. Wollte ich auch nicht. Gut. Und der läuft jetzt auch mit dem Vergaser besser, warum auch immer. Der war wahrscheinlich der 30er auch nicht gut abgestimmt, ich weiß es nicht. Der 30er ist eine ziemliche Diva. Der ist obenrum ganz schlecht gelaufen. Ja. Ja. Aber wir gucken mal, was wir noch finden an Pferden. Ich bin gespannt, aber sieht gut aus. Freut mich. Danke, dass du da warst. Danke. Ich druck dir alles raus. Super. Und dann bist du jetzt. Dankeschön. Gut, nächster Roller. So, nächster Roller steht an. Stell dich kurz vor und dein Roller.
Ja, ich bin der Nico, komme auch aus Fulda. Ja. Und das ist meine VNB, habe ich mir gerade Ende letzten Jahres gekauft. Baujahr 1960. Nicht restauriert, Originalzustand, ne? Ist alles Originalzustand. Ja, was halt jetzt so, ne? Original zu sehen ist, genau. Motortechnisch, ja, Trittbretter wurden tatsächlich teilrepariert hier. Ein paar kleine Durchrostungen waren da. Ja. Wurde aber dann. Briefmarken schweißen. Sozusagen, in dem Fall ja, genau. Okay. Motor ist gemacht, ist ein. Also habe ich ein neues Motorgehäuse, Malossi Motorgehäuse, Malossi MK2, der Sportzylinder ist drauf, 60er lang, Hubwelle, Wartezündung. Vergaser? Vergaser 24 SI, Kupplung, die super strong. Super strong. Okay, also klassisches genau. Sporttourer-Tuning, ne? Sozusagen, genau. Ja. Gut, dann schnallen wir ihn mal auf. Genau. Und geben ihm mal Feuer und dann gucken wir mal, zu was er zu leisten imstande ist. Ja, das ist die Frage, genau deswegen sind wir da. Alles klar, los geht's. Michael, übertreib's aber nicht mit dem Schlechtreden, ja? Bitte. Ja, das muss auch nicht sein. Ja, aber ich darf das. Ja, vielleicht lässt du heute mal was heil. Ja, ganz gut. Doch, das ist mein Ansinnen. Sind noch keine 100 Kilometer, weißt du? Wir gucken mal. Also heil lassen, auf jeden Fall. Naja. Und vielleicht sogar noch so gut machen, dass es auch noch länger hält. Ja, das wäre gut. Das ist der Plan für heute. Das ist der Plan. So. Na dann. Ich hoffe, es gleich wieder rein. Zeit.
Ich hätte nicht geglaubt, dass wir auf 22 kommen. Ich habe gedacht, es wäre bei 21 Schuss, aber gut. Okay. Das Geile ist, dass wir den MHR und den Sport jetzt direkt miteinander vergleichen können. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass er noch eine andere Kurbelwelle hat. Du hast jetzt eine relativ originalbelassene Kurbelwelle. Definitiv, ja. Aber das gucken wir uns trotzdem an. Ja, und vor allen Dingen ins Blaue hineinbedüst, dafür ist das jetzt gar nicht so schlecht. Nö, ohne Ahnung zu haben. Nö, das ist das geht ganz gut an. So, Import. Nico, einmal. So. Mhm. Jetzt machen wir erstmal den weg und gucken uns erstmal deine Kurve an. Ja. Also, was bei dir ganz gut rauskommt, ist, du hast also quasi aus dem Standgas heraus hast du schon 20,8 Newtonmeter. Ja, also der ist sehr, sehr viel potenter noch unten rum als als sein MHR. Mhm. Was du siehst, der hat fast ein Plateau. Ja. Und bei dem MHR, wenn wir jetzt den MHR mal dazu nehmen, siehst du, dass der MHR einen ansteigenden Drehmoment Verlauf hat. Ne? Der geht also weiter. Mhm. Bei dir ist halt plateauförmig. Ne? Ja, also es geht relativ gerade auf einer Linie. Bei ihm ist halt der Anstieg da. Ja. Das ist halt geschuldet der Steuerzeit. Ne? Der will hinten raus Leistung machen. Ja. So. Jetzt kann man im Vergleich natürlich mal ganz gut sehen, der MHR mit Einlass optimiert, mit Kurbelwelle optimiert und mit entsprechenden höheren Steuerzeiten. Mhm. Das ist das, was ich sage. Du hast die Polini-Box, die macht bei kurz vor 7 zwischen 6, 7 und 7000 macht die zu. Ja, die macht bei dir bei 6980 zu. Genau. So. Und du siehst, dass die Steuerzeiten, insbesondere auch die längeren Einlasszeiten, es ermöglichen, dass der bei steigender Drehzahl mehr Leistung hat. Mhm. Das kann man jetzt hier wunderbar im direkten Gangvergleich sogar sehen. Mhm. Ne? Hinten raus, weil er hinten raus die Leistung produziert, ne? Also bei steigender Drehzahl hat er hier hinten auch noch ein bisschen mehr Drehmoment und hat auch hier hinten, aber das ist gar nicht so viel. Das sieht hier vielleicht relativ viel aus, aber schau mal hier. Du hast hier bei 7,7 hast du 18 Newtonmeter und er hat 20 Newtonmeter. Ja. Also 18,8 und 20,8, das sind 2 Newtonmeter Unterschied. Mhm. Was sich aber bemerkbar macht bei mehr Gegenwind, bei Seitenwind Fall, und so weiter. Ne? Da brauchst du die Kraft dann, gell? Genau, so. Mhm. Alles in allem hat ihr aber fast gleich viel Newtonmeter. Mhm. Ja, also sind nur 1,6 Newtonmeter zwischen. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich würde sagen, also beide Motoren sind in ihrer Performance, deiner ist auch ein bisschen besser vom Standgas her, sind in ihrer Performance wirklich gut. Das sind gut gebaute Motoren, die laufen, die haben einen guten Lauf. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was für Bedüsungen drin sind. Das gucken wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Genau. Wir machen nämlich jetzt noch ein bisschen weiter ohne Kamera, ohne euch. Wir widmen uns jetzt mal ein bisschen der Leistungsausbeute und gucken mal so ein bisschen, vor allen Dingen auch, sind die Vergaser vorbereitet? Haben die Vergaser das Leistungspotenzial, die dauerhaft zu versorgen? Genau. Wie sehen die Bedüsungen aus? Wo können wir bedüsungsmäßig noch was machen? Und. Und dann schauen wir mal am Ende des Tages, wo wir hinkommen. Aber ansonsten, ich sage es immer wieder, geil laufende Motoren, MHR. Also ich bin zufrieden. Ich muss wirklich sagen, ich habe nicht mitgerechnet und wie gesagt, als für die erste Messung, wir wussten ja gar nicht, wo wir stehen. Ja. Und gut. Das Ding gebaut, 100 Kilometer noch nicht gefahren. Doch, der macht Spaß. Also der macht Spaß. Der Witz ist auch auf der Straße geht's. Und obwohl du ein bisschen mehr PS hinten raus, guck mal, ihr seid ja hier. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Also ihr habt fast gleich viel PS bis 5.700 Umdrehungen. Da steht ihr euch hier nichts nach. Ja. Nee, merkt man aber auch beim Fahren, ne? Wenn du zusammen fährst oder genau, sowas. Genau. Ne? So, genial. Dann ist bei dir keine Einlasszeit mehr. Mhm. Das heißt, der Einlass ist begrenzt. Klar. Die Kurbelwelle hat keine einlassoptimierten... Das ist noch nichts bearbeitet, ne? Genau, das ist nichts bearbeitet. So, dann sagt er hinten raus, jetzt kommt Drehzahl, jetzt kommt mehr Füllung. Ja? Jetzt habe ich höhere Steuerzeiten. Das heißt, der Einlass, die Überströme sind länger offen, der Auslass ist länger offen. So, das heißt, du hast viel mehr Durchsatz und kannst da deine Leistung dann durchspielen. Das heißt, wenn du dann schalten musst, sagen wir mal bei 6,5, hätte er noch 1000 Umdrehungen, die er mit Leistungszuwachs Gas geben kann. Verrückt, das ist das, was ich eben meinte. Er hat 1000 Umdrehungen mehr, wo du schon geschaltet hast. So, du schaltest, er zieht noch 1000 Umdrehungen raus und wenn du dann schaltest und er muss dann schalten, zipp, bist du wieder da. Genau so ist es nämlich. Ja, ja, so stellt sich auf der Straße da. So. Ja. Das ist wirklich so. Und das Schöne ist, mit den Konzepten, mit dem SI-Vergaser, ihr habt halt vom Spritverbrauch her, ist das total tiefenentspannt. Also das wird irgendwo zwischen 3,5 und 4,5 Liter stattfinden und die Motoren sind potent und das ist es, was ich euch immer sage. Ihr habt damit einfach Roller, so wie sie immer laufen sollten, dass sie aus dem Keller kommen und dass sie drehmomentstark sind. Es soll halt standfest sein. Ich meine, du schraubst da halt schon ohnehin genug an den Dingern rum. Gell? Da ist ja immer irgendein Schiss dort an den Dingern. Und dann sollte zumindest der Motor einigermaßen standfest sein. Ja, es ist. Aber was ihr bedenken müsst, halt, ist halt auch immer die Tatsache, wir haben hier
eine Performance, die das Vierfache dessen abbildet, was ja, der Standard ist. Das kommt. Wir haben ja 6 PS am Rad, ja, standardmäßig 7 PS am Rad. Wenn gut laufen, dann hast du auch mal 8 PS. Ja? So, und wir pflastern jetzt mal hier 24, 25 PS rein. Das heißt 3- bis 4-fache Leistungssteigerung. Ja, das heißt, der Verschleiß des Motors ist auch entsprechend 3-mal, 4-mal so hoch. Ne? Ja. Also 10.000 Kilometer hier entsprechen 30, 35.000 Kilometer bei einem normal gelaufenen Motor. Das heißt, ich empfehle bei sowas immer nach 10.000 Kilometern Motor auf. Egal, ob er noch gut läuft oder nicht. Motor auf, Lager überprüfen, Wellen überprüfen, Kurbelwelle überprüfen. Wenn du die Zeit hast, wenn du das Geld hast, wenn du auch die Lust hast, mach den jedes Jahr auf. Ne? Ansonsten, also ich mache den Motor, hatte ich jetzt 2 Jahre nicht auf. Der wird Ende dieser Saison zum Beispiel, wird der fällig werden. Ihren Motor habe ich nach 2 Jahren komplett revisioniert und es ist immer irgendwas, dass die Lager entsprechend zu viel Spiel haben, dass die Kurbelwelle vielleicht nicht mehr ganz sauber sitzt, weil sie sich vielleicht angefangen hat zu verdrehen, dann richtest du sie nochmal und. Also bei solchen Motoren wirklich nach spätestens 10.000 Kilometern aufmachen und revisionieren und gucken, alle Lager neu machen. Ölwechsel, ganz wichtig, Ölwechsel mindestens alle 1000 Kilometer. Das Öl kostet nichts. Ja, nee. Raus die Scheiße. Ja, ja, raus die Scheiße. Ja. Wenn ich neue Motoren mache, sage ich sogar alle 300 Kilometer Öl raus. Die ersten 1000 Kilometer dreimal Öl wechseln. Der ganze Metallabrieb, der da reinkommt, alles, was da reingeht, schmeißt die Scheiße doch raus. Ja, ja. Du verteilst das ganze Jahr. Na klar. Ja? Also, das, da gehen 300 Milliliter Öl rein. Ja, ja. Das so what? Genau. Eben. Also, wenn du mal überlegst, wenn du bei einem Auto einen Ölwechsel machst, da bringst du in der Werkstatt mal 300, 400 Euro mit, ne? Wenn die dann noch mit Arbeitszeit und sowas, kostet ja hier nichts. Also nein. Öl rausschmeißen, jedes Mal vor der Saison frisches Öl rein, auch gerne in der Saison mal Öl tauschen. Ich mache es tatsächlich so, also zwischen 1 und 2000 Kilometer fliegt das Öl raus. Super. Das ist eine Schraube lösen, und dann habe ich so eine, wie heißt das, Geriatriespritze? Ne? Also, und dann so 300 rein. Meter rein. Ja, sonst ist ja eine Quälerei. Ja, das mit dem Einfüllen. Gibt es bei Amazon, so große Spritzen, 300 Milliliter. Ja, sowas müssen wir uns besorgen, ja, ja. Aber du machst schon ins Malossi-Gehäuse schon 300 Milliliter. 300 rein. Milliliter. Mehr bei Öl, Malossi mehr Kühlung. Schreibt ja 250 in der, aber ich habe auch festgestellt, das ist... mehr Öl, mehr Kühlung. Okay. Standard. Ich mache immer 300 Milliliter rein. Das ist die, die Rennmotoren Wichtiger. Fahren auch gerne mal mehr, 350, 400 Milliliter. Ne? Passiert auch nichts, ne? Nein. Der Punkt ist einfach, ja, du hast halt viel Abrieb. Ja, 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 weil absolut, das Ziehkeilgetriebe und so weiter, da ist halt immer irgendwie alles mit dem Öl, ne? Ja. Und je sauberer und je besser das Öl ist, vor allen Dingen auch die Kupplungsbeläge, danken es dir. Die werden natürlich mit dem Öl auch in Verbindung gebracht, das heißt, da Ablagerungen, Metallspäne und so weiter, die da rein. Wir haben ja eine völlig zerrissene Kupplung. Das Ding fuhr immer noch wie eine 1, aber bei ihm haben wir eine Super Strong ausgebaut, die war völlig zerrissen. Da waren die 14 mm, die, weißt du, aus der Führung, da waren noch vielleicht 2-3 übrig. Ja, waren wahrscheinlich noch die alten Cosa-Belege, ne? Ich weiß es nicht, ja, war eine originale Super Strong. Das sind die schmalen mit den schmalen Nasen. Ich habe nicht nur die Belege getauscht, ich habe eine komplett neue gekauft. Kupplung, einmal neu, genau. Die Super Strong mit den CR-Belegen, die kriegst du nicht kaputt. Ja. Hier fahre ich jetzt eine drin, das Einzige, was da hat 45 PS am Rad, aber da rutscht halt, weil die Federkraft nicht reicht. Ja, ne? Aber genau. Die gehen halt nicht kaputt. Ja. Die gehen halt nicht kaputt. Und schon bei 20 PS schon gleich gar nicht. Das ist ja gut. Ne? 22. Ja. Also, Entschuldigung, der Fairness halber. Nein, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was mitnehmen können an Informationen, was wir jetzt noch so ein bisschen rausgeschossen haben. Zwei wirklich schöne Roller, gut laufende Motoren, das macht Spaß. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir machen noch ein bisschen weiter. Wir spielen noch ein bisschen an uns rum und an den Motoren. Jeder und an sich dann würde ich sagen, aber. Genau, jeder an sich selbst. Und dann würde ich sagen, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee und bleibt hässlich. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao. So, offizielle